Der August im zweiten Tag, die Sonne ist mal wieder da und es hat heute Nacht tatsächlich etwas geregnet, aber allerdings nur etwas. Ja, Display drehen hier. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Paradies. Man mag es kaum glauben, dass tatsächlich jeden Tag immer wieder etwas Neues zu entdecken ist, zu sehen ist. Es macht einfach die Vielfalt aus der Pflanzen und der Projekte, die man macht. Und von daher gibt es tatsächlich bei uns immer wieder irgendetwas zu sehen. Von daher auch heute sicherlich etwas Interessantes, Spannendes, Inspirierendes oder wie auch immer. So, ich fange jetzt an. Es ist schön frisch heute Morgen. Es ist so angenehm und so schön kühl. Ja, und trotzdem nicht kalt, nicht wahr? Also kühl, angenehm auf der Haut. So, ich habe jetzt so viel, was ich euch auf einmal zeigen möchte, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Am liebsten möchte ich bei dem Meerschweinchen anfangen, bei dem Stall, denn dort habe ich gestern fast den ganzen Tag verbracht und gebastelt. Werde ich euch sicherlich auch gleich zeigen, aber bevor dann hier jemand wieder schimpft, hier, du zeigst ja nur noch Meris, mache ich das im Laufe des Filmes irgendwann zwischendurch mal ganz kurz, damit wir das für die Zukunft auch mitnehmen können, für alle die, die das interessiert, ganz wichtig. Für die, die das nicht interessiert, naja, ich kann es nicht ändern. Ich bin immer so, wie ich bin. Ich filme das, was ich möchte, denn ansonsten macht das hier alles gar keinen Sinn. Für mich zumindest. So, dann zeige ich euch als allererstes, Tomaten. So, den kleinen Tomaten kommen wir jetzt sofort, denn sie stehen hier nebenan. Ich wollte mal kurz dieses Bild hier zeigen mit dem Mais, das so schön gewachsen ist. Also, ja, es ist eine geniale Sache, tatsächlich aus dem Popcornmais sich Maispflanzen heranzuziehen als Futterpflanze. Funktioniert wunderbar und wie gesagt, hier kommt es auf das Grün an und nicht auf die Fruchtentwicklung, also auf die Maiskolben. Und dann zeige ich euch mal etwas, ich muss mal gucken, wo ist das denn? Kriegen wir das hin? Die Bohne hat ja geblüht gehabt. Da, Moment, da kann man es vielleicht erkennen. Hier, guck mal, diese langen Dinger hier. Das sind wahrscheinlich die Bohnen, die sich entwickeln. Kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen durch das Licht. Ich versuche es mal ein bisschen anders zu drehen. Nee. Nun ja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall scheint es jetzt dieses Mal zu klappen, dass die Pflanze die Bohnen nicht abwirft beim ersten Mal, also die erste Blüte. Dort hat die Bohne die Früchte abgeworfen. Er ist so geil. Was die wachsen. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich hier ein 5 Meter Gerüst hingebaut. Also das ist echt der Wahnsinn, was die Dinger hier abgehen jetzt mittlerweile. Auch kräftig im Wuchs, ist echt genial. So, jetzt, da sind sie. Da siehst du dieses kleine Häuflein. Hier hatten wir vor kurzem, das war am 27.07. So, das sind 3, 4, 5, heute ist der 6. Tag. Also gestern Abend sind sie aufgegangen, gekeimt, also nach 5 Tagen. Gestern Abend wohlgemerkt. Also gestern Mittag, Nachmittag war noch nichts zu sehen. Und gestern Abend bin ich dann nochmal rumgegangen hier. Und dann kamen sie aus der Erde gekrochen. Die kleinen Tomaten. Die gelben Tomaten wohlgemerkt. Ja, was werde ich heute noch machen? Ich wollte noch was zeigen, aber ich sehe sie gerade nicht. Nee, im Moment nicht. Doch, ich sehe sie. Pass mal auf, warte mal. Mal gucken, ob ich das jetzt so drauf kriege hier. 1, 2, müsste da unten irgendwo sein. Da. Da. Das ist eine Marienkäferlarve. Ja, also sie sind geschlüpft jetzt und können dann jetzt hier die Blattläuse fressen. So, das kurz dazu. Ja, der Weizen. Das Weizengras wächst wunderbar. Habe ich jetzt auch noch mal gedüngt. Ja, mit was verrate ich aber nicht. Ich habe so ein paar Experimente am Laufen, da möchte ich noch nicht so viel drüber sagen. Oder ich sage es mal so, ich möchte nicht unbedingt schockieren. Von daher lassen wir das erstmal. Ich werde es euch auch mit Sicherheit noch erzählen. Ein oder andere wird sich es mit Sicherheit denken können. So, die Papierblümchen. Ach, die waren so bizarr am Anfang. Hier und da mal so eine kleine Blüte, sah nicht so toll aus. Und jetzt gehen sie ab wie Schmidts Katze. Das ist so schön anzusehen. Papierblümchen, ja, mit dem Sandhintergrund, coole Farbe. Total genial. So, Bohnen. Ah, nicht schon wieder Bohnen, nein. Die werden wir jetzt gleich rausmachen. Das Beet werden wir dann neu bestücken. Wie genau, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Das werde ich auch nicht heute machen. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag, was wir hier reinmachen können. Gemeinsam. Der Borretsch verschwindet dann in dem Zuge auch. Da ist jetzt auch Schluss mit die Tomate. Die wird voraussichtlich noch bleiben. Ach, das ist so schön. Wenn man hier im Vorbeigehen immer wieder naschen kann. Ihr denkt euch wahrscheinlich, das werden ja gar nicht weniger. Also ich esse jeden Tag hier dran. Jeden Tag. Ja, so 3, 4, je nachdem. Und Melody auch.
Es ist einfach, wer das erste Bild mal gesehen hat, sie reifen jetzt ständig nach. Also wirklich ständig, das ist der Wahnsinn. So lecker. Und die müssen wir jetzt auch so nach und nach wirklich mehr abernten, damit die Pflanze wieder ein bisschen Kraft in die ins Triebwachstum steckt. Wobei, spielt eigentlich keine Rolle mehr, weil es jetzt zu spät ist. Das heißt also, nach dieser Ernte im Prinzip, die Neuentwicklung wird wohl nicht mehr ausreifen. Man könnte die Tomate später ausgraben, Topf pflanzen und ins Haus stellen. Aber im Haus haben wir auch welche, von daher. Nun ja, ist auf jeden Fall eines der geilsten Projekte in diesem Jahr. So, das Möhrchenbeet, guck mal, wie schön die gewachsen sind jetzt. Das ist so cool. Jetzt weiß ich nicht, wo der Zettel ist. Habe ich denn irgendwo hier überhaupt drin gehabt? Irgendwo. Warte mal. Da. Am 1.7. war die Aussaat. Am 1.7., das ist also jetzt ein Monat her, also innerhalb eines Monats haben sich die Möhrchen jetzt soweit hier entwickelt. Ja, das ist schon mal cool mitzunehmen. Wir wollen ja mal gucken, wie lange es sich lohnt, Möhrchen auszusehen. Das heißt, wir werden heute auch noch ein Möhrchen aussehen. Die Vogelmiere, ja, die geht auch wieder ab wie Schmitzkatze. Die ist echt super lecker, aber lassen wir sie drin oder nicht oder wie auch immer. Natürlich können die invasiv hier werden, ganz klarer Fall. Ach, herrje, meine Güte. Nun ja, schauen wir mal. So, die letzte Radieschen-Aussaat hat wunderbar funktioniert. Auch die Herbstrüben wachsen hier wunderschön. Das sind diese hier. Aber auch hier sind die Erdflöhe dran gewesen. Aber es scheint nicht so tragisch zu sein. Also denen scheint das jetzt nichts auszumachen. Kleine Rübchen kann man noch nicht erkennen. Nun ja, müssen wir weiter beobachten. So, dann nehme ich mal eine vor mit. Boah, die sind so lecker in der Größe. Das ist echt der Wahnsinn. So, und da hieß es dann, die nächste Möhrchen-Aussaat, das war am 12.07. Ja, klappt auch wunderbar. Nun ja, mal gucken, inwieweit wir dort tatsächlich bis zum Herbst oder Winter noch ernten können. Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall gemeinsam weiter verfolgen. Wenn wir schon hier stehen, dann zeige ich euch mal just den Stall. Also hier hat sich soweit nichts verändert, außer das Ding da hinten, der Kasten. Diese Bambusstange, die hat einen Sinn, hier hängen Fäden dran. Dort hänge ich jetzt dann im Laufe des Tages, wenn sie hier rumlaufen, Möhrchen dran oder Gurken, je nachdem, so dass sie sich strecken müssen und knabbern müssen, weil sie können es ja nicht so einfach knabbern, denn die, laufen weg, die schwingen natürlich weg dementsprechend, aber ist eine coole Geschichte, werde ich auch mal bei Gelegenheit zeigen. Ja, das Projekt ist von gestern, lol, stellt nicht scharf, okay. Ja, die Kiste habe ich gestern gebastelt als Unterschlupf für den Fall, dass es mal regnet oder zu stark windig wird oder es ihnen irgendwie nicht gefällt hier drin. Dann können sie dort reinrennen und dort drin die Zeit verbringen oder auch ausruhen, schlafen, wie auch immer. So dass sie dann also den ganzen Tag draußen bleiben können, auch wenn es mal regnet. Ja, ist eine coole Kiste, werde ich euch mal etwas näher zeigen. Also der Stall entwickelt sich sehr gut. Rasen, quietschegrün. Das ist also echt total cool, dass wir den Rollrasen, den wir ausgelegt hatten, für den, der es nicht weiß, bei extremer Hitze. Es hat tatsächlich funktioniert. Mittlerweile gieße ich nur noch einmal am Tag, also morgens, abends, beziehungsweise wenn ich die Meerschweinchen reinhole. Heute brauche ich nicht gießen, hat ja geregnet. Und bedingt durch dieses Schattiernetz hier fühlt sich der Rasen also richtig wohl. Düngen werden wir wahrscheinlich gar nicht, denn das machen die Meerschweinchen von sich aus, nicht wahr? Durch die Ausscheidung, von daher, ja. Auf jeden Fall, denke ich mal, ist auch die Fläche ausreichend jetzt zumindest noch. Die können gar nicht so viel fressen, wie der Rasen nachwächst. Es ist also echt extrem, so was der Rasen hier drin jetzt wächst. Den Kasten gucken wir uns gleich mal an. Dann wollen wir mal. Das Bohnenbeet kann jetzt abgeerntet werden, denn es entwickeln sich keine neuen Blüten mehr. Von daher wäre es jetzt nicht wirklich... Ja, man kann sie drin lassen, weil es für den Boden gut ist, weil Bohnen Stickstoff im Boden sammeln. Von daher, wenn man den Platz nicht braucht, liegen lassen das Ganze, bis es abstirbt und dann erst runternehmen. Ansonsten, wie gesagt, wir möchten den Platz jetzt nochmal nutzen. Von daher kommt das Ganze jetzt runter. Ich habe mir gestern den Finger geschnitten. Ja, ganz dumme Sache. Ganz dumme Sache, kann ich euch sagen. So. Ach, guck mal, kann ich das vielleicht auch mal kurz zeigen? Hier kann man diese Knöllchen erkennen und das sind die Sachen, die ja Stickstoff sammeln, diese Knöllchen hier im Boden. Von daher sollte man nach Möglichkeit diesen Wurzelbereich also wirklich drin lassen, bis er abgestorben ist.
ist für den Boden sehr gut. Also nehmt das so mit, ich sag's euch, nicht wahr? Nur ich muss sie rausnehmen, weil ich brauche den Platz. Von daher sind ganz schöne Bäumchen geworden, alter Schwede. So, guck mal, diese eine Pflanze hat komplett den ganzen Bereich hier vorne eingenommen. Man kann natürlich auch ein paar Pflanzen stehen lassen, um sich Bohnen zu ernten fürs nächste Jahr. Hier hängen auch noch welche dran, die werde ich nachher nochmal abnehmen. Und dort können wir dann tatsächlich die Früchte bzw. die Samen herausholen fürs nächste Jahr zur Aussaat. Das geht also auch wunderbar. Alter Schwede. Ja, die haben sich also prächtig entwickelt. Die Bohnen waren mit die beste Ernte, die wir hatten in diesem Jahr. Also vom Ertrag her hat sich das hier wirklich gelohnt. Also wir hatten hier komplett drei große Mahlzeiten. Ja, das ist also, ne, auf so kleinem Raum so viel ernten zu können, ist natürlich genial. Also man sieht, es sind doch mächtige Büsche geworden. So, dann haben wir hier auch noch, guck an, wir hatten hier auch Zwiebeln reingesetzt anfangs, werde ich nächstes Jahr nicht mehr machen, weil ja, die werden natürlich nicht besonders groß, aber immerhin, naja, ne, besser als keine. So, legen wir an die Seite auch noch eine kleine Zwiebel. Es kann ja aber auch sein, ich meine, die Zwiebeln sind jetzt nicht groß geworden. Wir haben sie in Gemeinschaft gepflanzt mit dem Bohnen. Vielleicht ist es aber auch so gewesen, dass gerade diese Zwiebeln den Bohnen irgendwie zugute gekommen sind. Ich weiß es nicht, kann ich nicht behaupten. Auf jeden Fall sind die Bohnen ja mega gewachsen. Von daher, ja, bleibt zu überlegen, nicht wahr? Ob das tatsächlich so gegeben ist, dass die Zwiebeln den Bohnen zugute gekommen sind. Also das ist echt genial anzusehen mit so Knöllchenbakterien hier. So, Zwiebeln. Ein bisschen auf meinen Finger aufpassen. Wir wollen uns ja keine Entzündung einfahren, nicht wahr? So, guck mal, hier liegen auch noch Zwiebeln rum. Ja, damit ist das Beet jetzt leer. Jetzt bleibt abzuwarten, was wir hier reinpflanzen. Am besten wäre natürlich ein Starkzehrer. Ja, den Borretsch. Die Stöcker dienten als Randbegrenzung. Ach, guck mal, jetzt das Schild auch noch. Am 15.05. war die Aussaat. Mitte Mai hatten wir die Bohnen ausgesät. So, ich muss hier mal just drum rumstechen, damit wir die Wurzeln der Tomate nicht jetzt unbedingt massakrieren. Wir haben hier damals Kokoserde aufgefüllt und der Vorteil ist, jetzt können wir diese Kokoserde auch mit einarbeiten in den Boden und bekommen damit mehr organische Substanz in den etwas tieferen Bereich. Ja, das Ganze müssen wir dann schön mischen. Man sieht, das ist also mächtig durchwurzelt, von daher ist also wirklich nötig, das Ganze jetzt zur Aussaat wieder richtig vorzubereiten. So, ich mache das mal just alleine zu Ende hier. Also wirklich gut mischen, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt rede ich schon wieder von der Kamera weg, sorry. Wer sich daran erinnert, wir haben die Erde damals hier gemischt, Lehmboden mit Sand und nach wie vor ist das wunderschön, ja, krümelig. Also es hat sich tatsächlich gelohnt, den Aufwand zu betreiben, denn ansonsten hat man bei Lehmboden, wer das weiß oder kennt, nicht wahr, so klumpigen Krimskrams, da kannst du kloppen und hauen, gerade jetzt bei dieser Witterung, trocknet das sehr schnell aus und hier haben wir also wirklich tiefgründig das Ganze richtig schön gelockert und dadurch, dass wir jetzt nochmal hier Kokoserde mit eingearbeitet haben, wird das Ganze noch besser. Das heißt, da das Ganze jetzt so locker ist, brauchen wir hier auch keine Kokoserde mehr draufpacken. Dementsprechend können wir uns das jetzt sparen. Organische Substanz kommt später noch mal mit hinein ins Hochbeet, jetzt um die Jahreszeit dann dementsprechend nicht mehr. Und dann können wir die Aussaat jetzt hier direkt im Beet machen. Diese langen Wurzeln, die jetzt noch hier sind von dem Bohnen, die müsst ihr nicht wegschmeißen. Die kannst du einfach in den Boden drücken. Ja, dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Borretsch. Den will ich dann jetzt doch rausnehmen.
Der Boric, ja, er kommt raus jetzt, weil er hat nur noch gelbe Blätter und er wird jetzt auch nicht mehr wachsen. Er ist jetzt komplett in der Samenausbildung. Ich zeige das euch mal eben kurz. Wenn man das nämlich verpasst, dann sind die Samen weg. So wie hier. Also hier ist gar kein Samen mehr drin. Ich mache das mal vorsichtig auf hier. Das heißt vorsichtig, ich versuche es einfach mal, das meinte ich eigentlich damit. So, man sieht also, da ist kein Samen mehr drin. Ja, da muss man frühzeitig, wenn man die ernten möchte, gucken, dass man dann dementsprechend ab und zu mal nachschaut, dass man auch noch Samen bekommt. So, ich klappe die mal auf hier. Ja, hier kann man die Samen also noch erkennen. Dann sollte man auch komplett die Kapsel hier abnehmen und dann den Rest dann so liegen lassen und trocknen, denn die fallen also ganz schnell ab, wenn die reif sind, und dann kann man sie also nicht ernten. Hier ist jetzt auch nichts mehr drin, ist auch schon leer. Von daher kurz gezeigt nur, nicht wahr, dass man also dann dementsprechend rechtzeitig reagiert und sich dann die Samen absammelt, wenn man sie haben möchte. Denn wenn sie reif sind, fallen sie ganz schnell runter. Dann nehmen wir jetzt gemeinsam den Boric raus, damit ihr auch mal seht, wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert. Lol. Also einfacher geht's nicht, ne? Einfach dran ziehen und fertig hast du die dicke Rübe hier raus. Ja, das ging dann doch jetzt relativ einfach. Habe ich nicht mit gerechnet, dachte, ich müsste jetzt Spaten zur Hand nehmen, aber nö, das geht ganz easy. Ja, damit haben wir das Ganze soweit vorbereitet. Die Tomate bleibt hier noch. Da werde ich gleich erstmal die braun-gelben Blätter abschneiden. Den Rest hier noch aufarbeiten. Das ist echt cool, dass also wirklich jetzt hier das so gegeben ist, dass man den Boden so schön bearbeiten kann. Also es lohnt sich wirklich, Lehmboden mit Sand zu mischen und mit organischer Substanz. So, dann mache ich das eben noch fertig hier. Das Herausschneiden der Blätter mache ich aus einem ganz einfachen Grund. Zum einen, damit hier ein bisschen Luft reinkommt, und zum anderen, damit sich kein Pilz entwickeln kann. Und was gelb ist, das stirbt ja sowieso ab und hat also eigentlich gar keinen Sinn und Zweck mehr. Und von daher nehmen wir das auf jeden Fall raus. Das ist schon cool, nicht wahr, wie diese Pflanze sich hier entwickelt hat. Und so bekommen wir auch mal wieder etwas Einblick hier in die ganze Geschichte. Alter Schwede, die hängen, ach du dickes Ei, hier hängen ja noch welche drunter. Guck dir das mal an hier. Das hängt alles noch voll. Ja, ist auch gut, dann können die jetzt auch ein bisschen Licht bekommen hier und dementsprechend besser wachsen. Ja, das ist mit die beste Sorte, die ich bis jetzt überhaupt mal hatte, in dem Sinne. Das ist schon cool. Ja, und vor allen Dingen, dass dann jetzt auch diese Testaussaat funktioniert hat, wie wir vorhin gesehen haben, die kleinen Sämlinge, das waren oder sind tatsächlich, ja, Nachkommen von diesen hier. So, ich würde sagen, den Rest lassen wir jetzt erstmal so. Wie gesagt, alles was gelb ist, kommt auf jeden Fall ab. Alter Schwede, hängt das Ding voll. Jesus Maria. Jo, das ist mal der Wahnsinn. Ich glaube, ich muss hier gleich noch ein bisschen was rausschneiden, aber das muss ich hier in Ruhe machen, weil da muss ich ganz genau gucken, damit ich hier mir keine Fruchtstände abschneide. Aber das ist so schön. Ja, also das wird auf jeden Fall ein Dauerrenner werden bei uns. Die werden wir jedes Jahr anbauen, das steht fest. Denn ja, man kann sie ständig beernten und die ist so super lecker. Und vor allem ist es ein Snack für zwischendurch, ne? Du hast keine Matscherei, nichts, ab im Mund, fertig. Super. Mir ist gerade so eine kleine Idee gekommen, wo wir hier die Hochbeete haben. Ich kann später, sollte wirklich das Meerschweinchengehege irgendwie mal zu klein werden, hier den Raum abtrennen. Dann werden wir hier auch noch Rasen einsehen oder was auch immer. Dann können sie auch rumlaufen. Auch das ist möglich. So, das ist nur so ein kurzer kleiner Gedanke. Warum wir nochmal hier sind, das ist das hier. Währenddessen ich hier so ein bisschen was gemacht habe, dort sieht man eine Ameise, ist tatsächlich eine neue Blüte aufgegangen von der Meterbohne. Ja, also die machen richtig Freude. Nochmal herzlichen Dank, weiß Bescheid. So, und noch einen Grund gibt es. Ich möchte euch jetzt mal ein Helferlein zeigen, beziehungsweise wir werden ihn wahrscheinlich nicht sehen, aber das Gespinst, das sind kleine Spinnen. Ja, man kann sie nicht sehen, aber das sind wirklich nützliche Helfer, insbesondere was dann jetzt so Erdflöhe und Co. angeht. Ich habe sie jetzt leider noch nicht überall, aber hier in dem Beet sind sie jetzt auf jeden Fall vertreten und das ist natürlich optimal zur Schädlingsbekämpfung. Nur mal kurz so am Rande mitgenommen.
Dann schmeiß mal einen ganz kurzen Blick hier rein. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. Ey. Ja, ist so, ich kann es nicht ändern. So bin ich nun mal. Guck mal, wie schön grün das hier drin ist. Oh. Und die Meris werden sich freuen. Allerdings ist es jetzt noch pitsche nass hier und von daher werde ich noch ein bisschen warten. Das ist also ja, ne, noch zu nass. So, der Klotz hier sieht ein bisschen blöd aus, ich weiß, aber es ging nicht anders, denn ich habe hier unten ein Scharnier drin und um das richtig zu befestigen, muss ich eine lange Schraube reinmachen und von daher habe ich dann einfach, ja, das Ganze so befestigt, es funktioniert. So, Klappe auf, so sieht das Ganze von innen aus. Nochmal ganz kurz gezeigt, achso, hier war das Puzzle drauf, lol. Ja, da ist der Durchgang hier mit der Rutsche runter, dem Podest im Prinzip. Und hier habe ich noch ein Brett vorgemacht, damit sie also, wenn sie hier drin sind, so ein bisschen Sichtschutz haben, dass sie sich also wirklich wohlfühlen, geborgen fühlen und sich dementsprechend hier drin ausruhen können. Hier kommt kein Streuen, nichts rein. Das ist wirklich nur eine Kiste, um sich auszuruhen mal. Und nicht wahr, das ist also kein Dauergehege hier, sondern wirklich nur ein Unterschlupf. Mehr ist das nicht. Nicht wahr, nicht, dass einer denkt, oh, da musst du ja Heu reinmachen und Späne und hast du nicht gesehen, lalala, tralala. Nein. Es ist einfach nur ein Unterschlupf. Und das Podest, das können wir hier einfach wegnehmen. Das habe ich einfach so befestigt hier. Das ist eine coole Geschichte, da werde ich noch was mitbauen. Was anderes, Brücken und hast du nicht gesehen, allerdings aus Naturholz. Und deswegen ist auch der Fingerputt hier, ja, habe ich mir mit der Klappsäge reingehauen. So, weil wir haben gestern Haselnussäste geschnitten auf 20 cm Länge. Ja, und da habe ich immer an dich aufgepasst. Nun ja, das können wir dann später sehen. Ja, das Meerschweinchengehege ist ein wirklich cooles Projekt. Das Meerschweinchengehege. Oh. Mit Brillen auf. Ja, es ist jetzt so, mir wurde ja auch im Kommentar natürlich einiges erzählt, ganz klarer Fall, was ich machen könnte, sollte, dürfte, möchte und so weiter, nicht wahr? Also ganz kurz gesagt zu dem Holz, es ist naturbelassen, es bleibt auch naturbelassen. Ich werde es nicht streichen oder dergleichen. Sollte es verrotten, werde ich die Bretter einfach austauschen. Und von daher bleibt das so, wie es ist. Also ich werde da nichts dran rumstreichen oder dergleichen. Bringt sowieso nichts, weil das alles ineinander geschraubt ist, aneinander geschraubt ist. Da kommt überall Feuchtigkeit rein. Das würde heißen, ich müsste komplett alles nochmal auseinanderbauen und das Ganze imprägnieren und streichen und lalala und tralala. Und das ist Quack mit Soße. Sollte ein Brett tatsächlich mal verrotten, ist nicht schlimm. Wird das einfach ausgewechselt, denn das Ganze ist verschraubt, also gar nicht so schwierig. Das mal ganz kurz so gezeigt. Die Tomate. Ist cool. Ist einfach nur cool. So, ich mache jetzt Schluss. Ich habe eigentlich noch mehr zu zeigen, ehrlich gesagt, aber ist nun mal so. Nicht, weil alles auf einmal geht nicht. Von daher denke ich mal, war das für heute auch erstmal ausreichend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem nächsten Film mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit Pflanzen, Garten und was ihr sonst noch so macht. Ja, also das mit dem Meerschweinchen ist für mich wohlgemerkt, ich war nicht für die Kinder, von daher habe ich auch die Verantwortung übernommen und dementsprechend werde ich auch dafür sorgen, dass es ihnen dementsprechend gut geht. Ja. Es ist einfach nur cool, nicht wahr? Garten besteht nicht nur aus Pflanzen, sondern auch aus kleinen Mitbewohnern. Auch Nützlingen und Schädlingen und hast du nicht gesehen. Und das Ganze so ein bisschen in Einklang zu bringen, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber es kann funktionieren. Insbesondere auch was die Blattläuse angeht. Also ich habe dieses Jahr hier nichts bekämpft oder dergleichen, gar nichts. Habe alles so gelassen, wie es ist. Wir haben gesehen, es haben sich Marienkäfer hier niedergelassen, haben sich vermehrt und haben dementsprechend jetzt die Larven laufen hier rum und auch Marienkäfer sind schon geschlüpft und so weiter und so fort. Und von daher, ja, manchmal braucht es sicherlich etwas Zeit, bis das Ganze funktioniert, aber es kann funktionieren. Und von daher, nicht wahr, ich denke mal, ohne Spritzmittel kann man tatsächlich auch auskommen, wenn man das Ganze so ein bisschen in Einklang bringt. Und das werden wir im Laufe der Zeit gemeinsam weiterhin so machen. So. Wenn es gefallen hat, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald. So, Kaffee trinken und dann würde ich sagen, fahre ich gleich erstmal los, noch etwas besorgen für den Garten. Mal ganz kurz gezeigt, das Teil habe ich geschenkt bekommen. Ja, jetzt ist es mit dem Winkel natürlich wesentlich einfacher, wenn man irgendwas bastelt. Also das ist jetzt ein ja, innovativer Fortschritt für Detlef. Ja, weiß Bescheid, manchmal geht es auch einfacher, wenn man das richtige Werkzeug hat.